Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ich möchte euch heute ein bisschen den neuen Call of Duty Ghost Trailer bzw. das Ganze, was wir alles gesehen haben beim Reveal-Event, möchte ich ein bisschen analysieren. Also ich blende euch im Hintergrund immer kleine Sachen ein, worüber ich gerade rede, aber das Erste, was ich auf jeden Fall sehr cool finde, dass wir endlich mal ein Release-Datum haben, also am 5.11.2013 erscheint das neue Call of Duty Ghosts. Und es ist irgendwie schon heftig. Anfänglich war ich richtig skeptisch, scheiße, gefällt mir das Ganze oder nicht, aber nach dem Trailer und nach dem ganzen Reveal-Event habe ich mir gedacht, vielleicht schaffen sie es diesmal etwas Geiles zu machen. Okay, fangen wir gleich mal an. Also erstens haben sie gesagt, die Charaktere werden um einiges emotionaler, wir können uns mehr mit ihnen verbinden, also sie werden menschlicher, weil der Storywriter war das Stephen Gagan, ein Oscar-Gewinner, der hat einfach die ganze Story überwacht und das Ganze geschrieben. Und ich denke, dass dadurch natürlich der Touch der Story selber, der Singleplayer-Story, um einiges besser wird. Auch die Einheit wie zum Beispiel Ghosts Spezialeinheit gefällt mir besonders recht gut, weil ich meine, die Schleichen da rundherum, vielleicht kann man auch Nahkampftaktiken dadurch besser anwenden. Im Vergleich jetzt dazu meine ich jetzt nicht Call of Duty, sondern im Ubisoft-Teil das ganze Splinter Cell-Gedöns. Das wäre zum Beispiel eine Sache, was sehr interessant wäre in dem Bereich. Dann der nächste Teil, was ich auch, naja, okay, sie haben gesagt, ein Hund ist fix in eurem Squad. Das wird auf jeden Fall im Singleplayer nur sein, okay. Und wenn, dann nur im Multiplayer als Killstreak. Aber das, okay, Hunde im fix im Squad und hat eine emotionale Verbindung zu dem Hund, könnte ein dramatisches Ende nehmen, okay. Dass man das auch noch emotional einbaut, könnte möglich sein, natürlich. Aber natürlich, wie ihr gesehen habt, im Trailer im Vergleich jetzt hier zu Modern Warfare 3 und zum aktuellen neuen Call of Duty Ghosts dann, ist die Grafik natürlich um einiges besser. Inwiefern die das dann in die neue Konsole oder das neue Spiel einbauen werden, ist natürlich fraglich. Das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber das werden wir auch sehen. Also der Vergleich von MW3 zu Call of Duty Ghosts scheint anscheinend nicht so schlecht zu sein. Inwiefern das dann eben online und live ist, ist natürlich dann fraglich. Oder ja, das Bild hat man ja gesehen, das war MW3 Multiplayer. Und das andere war, naja, Storyboard, keine Ahnung, Foto, Aufnahme, besonders bearbeitet. Ja, also wie gesagt, MW3-Grafik und Call of Duty Ghost-Grafik ist anscheinend besser, weil das ist, liegt an der neuen Next-Gen-Engine der Konsolen. Das haben wir ja auch vorgestellt bekommen. Und ich denke, hier werde ich als PC-Spieler endlich mal auf meine Kosten kommen, dass ich wirklich Call of Duty auf das Maximum der Grafik ausbauen kann. Ich meine, inwiefern das wirklich jetzt eine Top-Grafik wird. Wir haben es gesehen bei Battlefield 3. Es ist möglich, eine richtig geile Grafik rauszuholen aus dem Spiel. Sei es, ja, eigentlich hauptsächlich auch am PC hat man das sehr gut gesehen. Wenn die das jetzt durch die Next-Gen-Konsolen wirklich auch noch weiter ausbauen wollen, wäre das wirklich geil. Also auch noch die ganzen Texturen von dem Spiel haben sie verbessert. Das heißt, die Wälder, wo man durchgeht, sind wirklich interessant zum Anschauen. Die Lichtverhältnisse. Aber was mich ein bisschen irritiert hat, sind die ganzen Wassereffekte, die ganzen Wasserelemente in dem Trailer und in dem ganzen Event, das ich gesehen habe. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich, naja, nicht unbedingt das Wasser, was ich mir vorstelle, wenn ich mir wirklich eine High-End-Grafik vorstelle, wo das Wasser wirklich die besten Texturen hat, richtig real rüberkommt. Und das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sein, das ist nicht so rübergekommen. Inwiefern das jetzt nur durch das Video entstanden ist, inwiefern das jetzt auf das Endgame zutrifft, kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ja, das wird sich natürlich entwickeln. Mal schauen, wir warten drauf und sind gespannt. Das nächste, was ich noch sehr interessant war, was ich auch in meinem allerersten Call of Duty, naja, wo ich die ersten Infos rausbekommen habe, also der Kollege hatte wirklich recht, der YouTuber, es war wirklich so ein Moving auf den Knien. Das heißt, man läuft und sieht den Gegner und kann auf die Knien rutschen und ballert dann im Schießen auf den Gegner. Das ist eine Sache, was ich ziemlich geil finde. Dann gibt es noch solche Sachen wie zum Beispiel, man lehnt sich aus der Deckung. Das wurde besonders animiert, wenn er sich da jetzt aus der Deckung rauslehnt und zum Schießen beginnt. Das gab es zwar auch in Call of Duty 4 und auch in Black Ops 2, aber inwiefern das jetzt neu animiert wird, naja, mal schauen. Das nächste gilt natürlich auch für das Hindernisse überwinden. Das wird ähnlich, vermutlich, so wie ich das animiert sehe und wenn sie schon damit prahlen, ähnlich im Battlefield 3 Style sein. Das könnte sein. Je nachdem, wie man es dann auch in der First-Person-Perspektive sieht, weiß ich noch nicht. Aber das lässt sich abwarten und dann schauen wir, wie das weiter wird. Okay, das nächste ist, was sie gesagt haben, dass es dynamische Multiplayer-Maps gibt. Okay, das gibt es zum Teil schon, wie zum Beispiel aktuell auf Hydro.
in Black Ops 2, wo man sieht, okay, die Wassermassen kommen auf einen zu und man muss ausweichen, um nicht davon erfasst zu werden. Das ist zwar auch eine interaktive Karte, eine dynamische Karte, aber ich glaube, was die damit uns sagen wollten, wie zum Beispiel, ich habe gehört, okay, sie haben gesagt, es wird Erdbeben geben. Inwiefern ich Erdbeben jetzt gutheißen soll, naja, okay, das sei mal dahingestellt. Aber zum Beispiel Holzbalken, die man eventuell losschießen kann, wenn man dort wirklich einen Gegner campen sieht oder ein paar Gegner auf sich selbst zukommen sieht, kann man sie so ablenken. Okay, es könnte auch sein, dass das eher gescriptet ist, das heißt, so wie bei Hydro, dass das ganze Wasser gescriptet ist und du dadurch einfach nur stirbst, wenn du da reinläufst. Es könnte allerdings auch sein, wie man zum Beispiel gesehen hat, dass ein Baum umfällt, je nachdem, keine Ahnung, vielleicht wenn man mit einem Raketenwerfer drauf schießt, könnte eine taktische Variante sein, okay, dass man dann den Weg versperrt und dass zum Beispiel wie in dem Video das Auto eingedellt wird und somit wirklich jedes Mal eine neue Map zustande kommt, wo man zum Beispiel hier nicht durchkommt oder nur leicht durchkommt, vielleicht auf der Seite das Ganze umgehen. So kann man auch in Suchen und Zerstören eventuell, das sind jetzt einfach nur Spekulationen, aber solche Sachen könnte dann dadurch möglich sein, wenn man wirklich jetzt eine interaktive Map baut, wo man sie wirklich dynamisch verändern kann, wie im Battlefield 3. Bin ganz gespannt darauf. Ja, okay. Der nächste Punkt, den kenne ich eigentlich schon aus Rainbow Six Vegas. Ich blende euch dazu jetzt auch noch ein kleines Rainbow Six Vegas Dings ein, wo ich eben den Charakter erstelle. Und zwar darum geht es jetzt eben, okay, der Charakter wird selbst erstellt, kann man auch jetzt in Call of Duty, in dem neuen Call of Duty Ghosts Teil, wo man sich eventuell auch selbst abfotografieren kann, keine Ahnung, und dann Motion Scanning von deinem Gesicht, dass du dann wirklich live im Game drinnen bist. Je nachdem, wie die Grafik dann ausschaut, wäre das natürlich ziemlich geil. Aber in Rainbow Six kann man eben auch seinen Charakter so gestalten, wie zum Beispiel mehr Panzerung, dafür bist du langsamer. Das könnte natürlich auch passieren, das weiß ich aber noch nicht. Aber seinen Charakter selber gestalten mit Helm, je nachdem, was man freischaltet, das wird natürlich auch wieder mit Freischaltung zu tun haben. Und ich nehme mal ganz stark an, man kann das Ganze auch kaufen. Das Sachen, die man einfach haben will, muss man einfach dann kaufen. Ja gut, dann im Vergleich, was ich sehr interessant gefunden habe, war der Vergleich zu MW3. Natürlich, wie schon gesagt, es ist immer die Frage, inwiefern ist es jetzt Vergleich zu geskripteter Version oder einem Film und dem tatsächlichen Multiplayer. Weil sie haben wirklich aus MW3 viele Multiplayer-Sachen rausgenommen, wie zum Beispiel der Vergleich von Hund in Call of Duty Ghosts und dem Hund in Modern Warfare 3. Was ich aber sehr interessant gefunden habe, ist zum Beispiel die Gesichter, die Arme und die wurden extremst verbessert, weil das sieht man und das kann auch verbessert werden. Aber wie schon gesagt, inwiefern das dann auch im Multiplayer der Fall sein wird, weil sie reden oft von Sachen, neuen Innovationen und dann ist das eigentlich nur im Singleplayer vorhanden. Aber ja, man hat zum Beispiel gesehen, die Haare von den Armen, die Venen hat man gesehen, die Wunden, wenn man sich irgendwie aufschürft und das Licht lässt die ganze Person extrem real erscheinen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ja, kann man das in den Multiplayer wirklich reinbauen? Weil dann wäre es wirklich ein realer Shooter. Inwiefern das Ganze dann noch so vermenschlicht wird, ist die Frage. Das heißt eben, inwiefern kann man die Next-Gen-Engine jetzt anwenden, dass man wirklich sagt, geil, das ist es, das wollen wir haben und das schafft die Konsole. Weil der PC, okay, der lässt sich ausbauen, der hat von der Grafik her eine höhere Anforderung, die man wirklich ausnutzen kann und aufs Limit gehen kann. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir noch bald demnächst neue Infos bekommen. Aber so gesehen, war es das jetzt von meiner Seite. Schreibt auch noch Sachen in die Kommentare, was ihr von Call of Duty noch gehört habt, was ich jetzt eben vergessen habe. Aber in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und schreibt mir euer Feedback zu Call of Duty Ghosts in die Kommentare. Und somit bin ich raus mit einem See you, ladies and gentlemen.